Also, was wir jetzt uns anschauen werden, ist Beispiel für CRC, für Cyclic Redundancy Check. Und zwar mit ganz kleinen Polynomen. In der Realität nehmen Sie natürlich nicht so kleine Polynome. Aber wenn ich jetzt die richtigen Polynome nehme, wie sie zum Beispiel im Ethernet benutzt werden, dann rechnen wir hier Ostern noch, das wollen wir ja nicht. Darum nehme ich jetzt ganz kleine, damit man mal versteht, was da abläuft. Erster Schritt. Wahl eines sogenannten Generatorpolynoms. Das nenne ich später G, G wie Generator. Dieses Generatorpolynom wird ein einziges Mal ausgewählt. Und das ist zum Beispiel bei dem jeweiligen Algorithmus immer dasselbe. Also dieses Generatorpolynom, können Sie sich so vorstellen, ist fest in ein Gerät, was zum Beispiel Ethernet kann, eingelötet. Ja? Dieses Polynom, da hat man sich einmal drauf geeinigt und das ist dann immer dasselbe, dieses Generatorpolynom. Das müssen Sie nur einmal auswählen. Wir werden, nachdem wir verstanden haben, was der Algorithmus macht, sehen, dass die eigentliche Kunst ist, ein geschicktes Generatorpolynom auszuwählen. Das geht nicht mit jedem, sondern Sie müssen ein ganz bestimmtes finden. Aber das hat im Allgemeinen schon mal jemand gemacht. Also er hat unter allen Polynomen, die so zur Wahl standen, eins ausgewählt, was gutmütig ist und genau das tut, was es tun soll. Wir müssen aber erstmal gucken, was wir überhaupt tun hier, damit wir verstehen, wozu man das Generatorpolynom braucht. In meinem Beispiel hier, das ist jetzt ja nur ein Beispiel, nehme ich als Generatorpolynom das folgende und ich schreibe jetzt konsequent immer Bitfolgen 1, 1, 0, 1, 0, 1. Das ist also x hoch 5 plus x hoch 4 plus x Quadrat plus 1. Okay? So, und jetzt kommt das, was man ja eigentlich immer macht, wenn man über Prüfsummen redet. Man schickt irgendwelche Daten, um die es eigentlich geht, das sind die sogenannten Nutzdaten. Die sollen verschickt werden. Na, Sie haben Nutzdaten und dann haben Sie die Prüfsumme. Und die Nutzdaten nennt man im CRC-Protokoll auch ein Frame. Sie haben vielleicht auch schon mal den Namen Ethernet-Frame oder sowas gehört. Also das, was eigentlich verschickt wird an Daten, ist das Frame. Und da hängt man dann später die Prüfsumme ran. Und in der Realität ist es so, dass das Frame sehr groß ist und die Prüfsumme sehr klein. Das ist ja gerade der Sinn von solchen Sachen. In meinem Beispiel ist das Frame auch sehr klein. Sonst wäre es nämlich kein Beispiel, was wir mal eben schnell rechnen könnten. Aber in der Realität werden Sie gleich zum Schluss noch sehen, dass wir da nicht über so kleine Frames reden. Bei mir ist das Frame aber ganz klein. 1, 1, 0, 1, 1. Ist sogar kleiner als die Prüfsumme, kleiner als das Generatorpolynom, aber so ist das Leben. Der Grad vom Generatorpolynom, den nenne ich mal G. In unserem Fall ist das ja x hoch 5 plus x und so weiter. Also der Grad in unserem Fall ist 5. 5 ist der Grad des Generatorpolynoms. Wenn Sie jetzt also Ihre Nutzdaten haben und die verschicken wollen, dann multiplizieren Sie das Frame mit x hoch 5. Das klingt schwieriger, als es ist. Sie haben das gerade selbst gemacht. Multiplizieren mit x hoch 5 heißt nichts weiter, als Sie schieben da 5 Nullen ran. Ja? Nächster Schritt. Multiplikation des Frames mit x hoch n. Also in diesem konkreten Fall nehmen Sie Ihr Frame und hängen da hinten 5 Nullen ran. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt haben Sie die Nutzdaten und da hinten in diese 5 Stellen, da soll nachher die Prüfsumme rein. Darum, wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Ihr Frame sehr groß ist im Vergleich zur Prüfsumme, dann sehen Sie, dass Sie da hinten nur so einen kleinen Schwanz von ein paar Bits haben, die an den eigentlichen Nutzdaten dranhängen. So, und jetzt kommt eine Polynomdivision, bei der Sie aber nur den Rest ausrechnen. Sie rechnen nämlich jetzt das Frame geteilt durch das Generatorpolynom. Also nicht das Frame, sondern dieses verschobene Frame hier. Nächster Schritt. Dividieren durch G. Aber
Um die Sache einfach zu machen, Sie wollen nur den Rest wissen. Nur der Rest ist interessant. Darum können Sie das gleiche Spielchen machen, was ich Ihnen eben vorgeführt habe. Es ist nur so ein Wechsel aus Shift und XOR. Das hier ist das Frame zusammen mit dem, so, das hier hinten nennt man das Nullpaket, da kommt nachher die Prüfsumme rein. Das dividieren Sie zur Ermittlung des Restes durch Ihr Generatorpolynom 110101 durch 110101. Und da gibt es überhaupt nichts zu rechnen. Sie entsinnen sich, ich schreibe das einfach hier drunter. 110101, Strich drunter. Subtrahieren, addieren, XOR ist alles dasselbe. 01 ist 1, 10 ist 1, 11 ist 0, 00 ist 0, 011 ist 0, 11 ist 0. Hier steht also nichts weiter als 11. Ich brauche 6 Bit, hier stehen 2, also ziehe ich mir von hier oben 4 Nullen runter. Dann steht das hier. Ja, dies hier vorne kann ich quasi im Geiste vergessen, hier stehen ja nur führende Nullen davor. Jetzt schreibe ich mir wieder mein Generatorpolynom hier drunter und mache wieder mein XOR. 0 und 1 ist 1, 0 und 0 ist 0, 0 und 1 ist 1 und hier steht nur noch 0, 0, 0. Das heißt, das hier ist der Rest, den ich ausrechnen wollte. So einfach ist das. Ja? 1, 0, 1. Und jetzt bin ich fast schon fertig. In mein Nullpaket hier oben setze ich meinen Rest ein, den ich gerade ausgerechnet habe. Das klappt immer, weil das Generatorpolynom hat ja den Grad, in diesem Fall 5. Darum kann der Rest höchstens den Grad 4 haben. Und dafür habe ich genau 5 Stellen. Den Rest kriege ich also immer in dieses Nullpaket rein. Ja? Rest ins Nullpaket. Habe ich vorhin gar nicht gesagt. Dies hier nennt man das Nullpaket. Das heißt, dies hier vorne schreibe ich ab. 1, 1, 0, 1, 1. Und in das Nullpaket schreibe ich den Rest rein. Also steht hier 0, 0, 1, 0, 1. Und das ist das, was ich dann verschicke, versenden, an den Empfänger. Also jetzt besteht meine Nachricht aus zwei Teilen, aus dem vorderen Teil, das ist die eigentliche Nutzlast, und aus den hinteren 5 Bit, das ist die Prüfsumme. So ist das gedacht. Und jetzt überlegen wir mal, bevor wir weitermachen im Protokoll, warum ich das gemacht habe. Warum habe ich hier 101 reingepackt? Weil die Division hier durch das Generatorpolynom ist ja nicht aufgegangen, da ist ja ein Rest rausgekommen. Ja? Jetzt überlegen Sie mal, was passiert wäre, wenn hier oben 101 gestanden hätte. Dann wäre die Division genau aufgegangen. Ja, dann wäre nämlich an der Stelle hier 11, 00, 11, hätten sich immer die gleichen Zahlen gegenüber gestanden. Dann wäre hier unten 0 rausgekommen, Rest 0. Das heißt, ich baue den Rest an dieser Stelle ein. Das ist wieder so eine schöne Eigenschaft von Z2, Plus ist gleich Minus und so weiter, damit die Division aufgeht. Die Idee von dem CRC ist also, dass ich dem Empfänger ein großes Polynom schicke, das hier, und ihm sage, wenn du dieses Ding durch G teilst, dann kommt als Rest 0 raus. Und das macht er. Der Empfänger bekommt das und teilt das testweise durch G und wird feststellen, es kommt 0 raus. Es sei denn, ein Fehler ist passiert. Dann müssen wir mal gucken, wie man mit sowas dann umgeht. Das schaffen wir eben noch. Der Empfänger dividiert durch G. Und natürlich interessiert den Empfänger auch wieder nur der Rest. Der will nur wissen, ob die Division aufgeht. Der kann also die gleiche Schaltung mit Shift und XOR nehmen. Der nimmt dieses Ding hier. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Und dividiert durch unser G, habe ich schon wieder vergessen, was das war. 1, 1, 0, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, 0, 1. Und jetzt kann ich das machen, das ist im Prinzip nur ein Abschreiben von dem, was da oben schon stand. Ich schreibe hier jetzt drunter 1, 1, 0,
1, 0, 1. Dann mache ich XOR, dann habe ich hier 1, 1 und der Rest hier fällt alles weg. Dann ziehe ich hier runter 0, 1, 0, 1 und Sie sehen, hier steht dasselbe. 1, 1, 0, 1, 0, 1. Also kommt hier 0 raus, Haken dran. Es gab bei der Übertragung keinen Fehler, wird der Empfänger jetzt sagen. Oder sagen wir mal vorsichtig formuliert, es gab sehr wahrscheinlich bei der Übertragung keinen Fehler. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich einen Fehler einbaue. Das ist jetzt die Variante davon. Fehler. Ändern wir mal vielleicht die zweite Stelle. Wir haben jetzt 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Also das Einzige, was sich geändert hat, ist die zweite Stelle, die ich hier rot gemacht habe. Und der Sinn von solchen Prüfsummen ist ja gerade, dass solche Fehler auffallen. Das heißt, jetzt haben wir wieder den Empfänger, der dividiert durch das Generatorpolynom und rechnet, genau wie wir das eben gemacht haben. Der schreibt hier drunter 1, 1, 0, 1, 0, 1. Dann haben wir hier 1, 1, 0, 0, 1. Dann muss er hier zählen, hier sind 5 Stellen, hier sind 6, also muss ich mir eine von oben runterziehen. Dann schreibe ich hier drunter 1, 1, 0, 1, 0, 1. Es geht wieder los, XOR-Schaltung, hier kommt 1 hin, hier kommt 1 hin, hier kommt 0 hin, hier kommt 0 hin, hier kommt 1 hin. Das sind wieder 5 Stellen, eine zu viel, 1 runterziehen von hier. Dann schreibe ich hier drunter 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Wird ein bisschen langwierig jetzt. Jetzt schreibe ich hier eine 0 drunter. Nochmal drunter schreiben. Aber Sie sehen, da ist keine aufwendige, keine schwierige Rechnerei bei. Das ist nur die ganze Zeit immer Shift und XOR. 1, 0, 0, 0, 1. Und jetzt hole ich die letzte Zahl hier noch runter, schreibe das da drunter. Wir sehen aber schon, dass das nicht aufgehen kann, weil hier ja nicht zweimal dieselbe Zahl steht. Hier steht 0, 1, 1, 0, 1. Sie haben also in diesem Fall einen Rest rausbekommen, der nicht 0 ist. Also können jetzt die Alarmglocken läuten, weil bei der Übertragung irgendwas schiefgelaufen sein muss. Ja? Und als Cliffhanger nach Ostern werden wir uns dann überlegen, wieso das funktioniert, beziehungsweise in welchen Fällen das funktioniert und welche magischen Eigenschaften dieses Generatorpolynom G haben muss, damit es die meisten typischen Fehler aufdecken kann.